Ich habe das Gefühl, dass junge Menschen es am Ende irgendwie nie richtig machen können. Entweder sind sie zu narzisstisch oder sie sind zu radikal oder was auch immer, zu woke, zu jung. Ja, hallo zusammen. Ich sitze hier mit der Journalistin, Moderatorin und Autorin Sheida Kurt. Sie hat dieses Buch geschrieben, Radikale Zärtlichkeit, das ziemlich durch die Decke ging. Und sie gilt auch ein bisschen als Sprachrohr ihrer Generation oder der jüngeren Generation. Und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, wie denn diese Generation so tickt. Sheida, als erstes, gibt es das überhaupt, so ein Gefühl einer Generation? Also ich glaube, es gibt immer gewisse Sachen, die eine Generation miteinander teilt oder Menschen, die in einem gewissen Zeitraum geboren sind oder aufwachsen. Also einfach ganz objektive Dinge, von denen alle Menschen betroffen sind. Kriege, Krisen, wie die Wirtschaft sich verändert, wie die Umwelt sich verändert. Also all das, was alle Menschen betrifft. Aber ich finde es doch immer schwierig, von einer Generation oder der Generation oder auch, man spricht ja auch gerne mal über die Jugend oder diese Jugend, weil da frage ich mich immer, über wen sprecht ihr eigentlich? Sprecht ihr über den Metzger-Azubi oder sprecht ihr über die Millionenerbin? Und zwischen diesen zwei Realitäten gibt es, glaube ich, riesengroße Welten, die sich eröffnen und wo es dann am Ende vielleicht gar nicht mehr so viele Berührungspunkte gibt. Und trotzdem wollen wir versuchen, dieser jüngeren Generation ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Ich habe hier einen Korb mitgebracht mit ganz vielen Gegenständen, über die wir sprechen werden. Ich ziehe gleich mal den ersten. So, Würfel, das spricht vor allem für die Idee sozusagen, dass ihr euch nicht entscheiden könnt. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, klar, ich habe sehr viele FreundInnen, denen es sehr, sehr schwer fällt, sich für Dinge zu entscheiden, weil... Also das ist so etwas, was mich mal umtreibt, dass ich das Gefühl habe, es ist so wahnsinnig schwierig mit euch fixe Termine auszumachen. So auch im Schweizerdeutsch sagt man dann Mama so, komm ich heute nicht, komm ich morgen. Also, ja, was bedeutet das? Ja, man wartet irgendwie so zu und es ist irgendwie am Montag noch überhaupt nicht klar, ob man sich jetzt am Samstag sieht und um welche Uhrzeit. Ich bin mir eigentlich so gewohnt, man hat so einen Terminkalender und da schreibt man sich die Sachen rein, auch die privaten Termine. Und verstehe das immer nicht, das macht doch alles viel komplizierter. Genau so tatsächlich, deswegen bin ich da vielleicht die falsche Ansprechpartnerin, weil ich bin auch, ich habe relativ früh angefangen zu arbeiten, mit 16 dann, neben meinem Abitur, habe ich dann einen Aushilfsjob gemacht in einem Schuhgeschäft und wenn ich da nicht angefangen hätte, ordentlich Terminkalender zu führen, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie überlebt hätte zwischen all diesen Baustellen in meinem Leben. Nehmen wir den nächsten Gegenstand, hier die Feder, die steht so ein bisschen für die Sensibilität. Das heißt oft, die jungen Menschen heute, die seien zu sensibel bezüglich Diskriminierungen aller Art, Sexismus, Rassismus und so weiter. Ist da was dran? Ich finde die Ausgangsthese schon ein wenig schwierig, weil ich frage mich, ob man gegenüber Diskriminierung, Menschenfeindlichkeit überhaupt zu sensibel sein kann. Also ob es da ein Zu geben kann. Was ich dann viel spannender finde, ist, was man mit dieser Sensibilität am Ende tut. Also inwiefern sich das tatsächlich in politischen Aktivismus oder Veränderung ergießt oder eher in so eine Art von Dauerempörung, die es ja dann auch gibt, aber wo dann am Ende sich nicht wirklich was verändert, transformiert, eher so dabei bleibt. Das ist eher die Frage, die mich dann interessiert. Ja, dann nehmen wir doch den nächsten Gegenstand. Das ist ein Buch. Nina Kunz, ich denk zu viel, ein Buch, was sich fulminant verkauft hat in der Schweiz und viele sagen auch das, ein bisschen das Generationengefühl der Jungen. Und der Titel sagt es schon, die jungen Menschen heute, die denken, 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 am liebsten in einer Therapie und am liebsten über sich selbst. Stimmt das? Ich kann ja vielleicht über mich selbst sprechen. Also ja, ich spreche auch in einer Therapie über mich selbst. Aber ich spreche auch sehr viel über andere Menschen, weil auch so Themen wie soziale Gerechtigkeit etc. einfach meine Themen sind und ich sehr viel auch über Fürsorge und Pflege für andere Menschen spreche. Ich glaube, das eine muss das andere nicht ausschließen. Ich glaube schon auch, dass es so gewisse Tendenzen auch gibt in der Kultur, in der wir leben, dass es so individualistisch ist und irgendwie so, dass ich immer viel im Vordergrund steht. Aber das muss nicht bedeuten, dass nicht auch das Wir im Vordergrund stehen kann und dafür würde ich plädieren. Zum nächsten. Sheida. Der Spiegel verheißt nichts Gutes. Naja, ich weiß es nicht. Es heißt ja auch oft, die junge Generation, die sei viel zu narzisstisch. Würde ich gar nicht so sagen, weil Narzissmus ist, glaube ich, auch so ein Vorwurf, mit dem man gerne so um sich herumwirft. Aber eigentlich ist es ja eine ernstzunehmende mentale
Krankheit, wenn man das so sagen möchte. Es stimmt vielleicht insofern, dass wir in einer Kultur leben. Und ich würde auch sagen, dass es nicht nur junge Menschen betrifft, die sehr individualistisch ist, wo das Ich einfach sehr im Vordergrund steht. Aber ob das jetzt bedeutet, dass junge Menschen per se narzisstisch sind, finde ich schwierig. Vor allem, weil ja auch gleichzeitig dieser Generation immer wieder der Vorwurf gemacht wird, ach, ihr seid ja irgendwie auch so radikal, irgendwie auch in eurem politischen Aktivismus und protestiert so viel und seid so empfindlich auch den Sorgen und Problemen anderer gegenüber. Es ist ja immer ein sehr, sehr widersprüchlicher Vorwurf an junge Menschen. Ja, nehmen wir den nächsten Gegenstand. Was haben wir denn hier? Oh, das hier, ein Headset, das steht für Arbeit. Und auch da gibt es eine große Diskussion. Das heißt, die junge Generation, die macht jetzt Quiet Quitting. Die ist nicht mehr total committed für den Job, sondern macht mehr so ein bisschen Dienst nach Vorschrift und will sich nicht mehr total verausgaben. Stimmt das denn? Also es trifft, glaube ich, wieder auf so eine bestimmte, ja, sag ich mal, Schicht oder bestimmte Lebensrealitäten zu, die vielleicht auch jetzt in der Pandemie ins Homeoffice geschickt wurden und gemerkt haben, okay, ich bin hier fern von meinen ArbeitskollegInnen und hier zu Hause. Vielleicht entdecke ich irgendwie neue Hobbys und merke, ich hatte für all das vorher gar keine Zeit und habe mich die ganze Zeit nur verausgabt. Und das hat, glaube ich, einerseits etwas, was mich auch sehr fasziniert und was vielleicht auch was Widerständiges hat. Also ich identifiziere mich nicht mehr nur darüber, was ich leiste und wie erfolgreich ich im Job bin, sondern weiß, okay, ich habe auch als Mensch auch einfach einen Wert für das, auch das, was meine Hobbys sind, wertvoll, meine Beziehungen sind wertvoll. Aber auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, inwiefern das Arbeits- und Lebensverhältnisse für alle Menschen schafft, die würdig sind, die gut sind, die nicht ausbeuterisch sind. Und ich glaube, dass viel mehr junge Menschen in die Gewerkschaften gehören, sowieso, so gut wie auch alle anderen Menschen. Und dass man vielleicht, also Quiet Quitting ist ja so ein bisschen Pop auch, weil es ja auch so eine starke, so auch in Social Media verankert ist und sich da so TikTok-Videos millionenfach dazu geklickt haben. More Gen Z and millennial employees are quiet quitting their jobs. What's going on with you? I'm just acting my wage. You know, quiet quitting. Quiet what? Quiet quitting. I'm gonna come in during my normal working hours next week and do my job. If you need me to do more, you can pay me more. Otherwise, I'm all set. Thanks. Und vielleicht sollte man eher sowas wie so auch klassische Arbeitskämpfe oder Gewerkschaften auch wieder ein bisschen mehr Pop machen und cool machen. Weil am Ende muss es ja darum gehen, soziale Gerechtigkeit und gute Arbeits- und Lebensbedingungen für alle und nicht nur so eine, oh, ich ändere jetzt meine Einstellung zu meinem Job, damit es mir besser geht. Weil das kann in vielen Fällen funktionieren, aber dann gibt es viele andere Menschen, die überhaupt nicht den Luxus haben, ihre Einstellung zu ihrem Job zu ändern. Ja, und wenn ihr jetzt noch mehr wissen wollt über das Phänomen Quiet Quitting, darüber haben Shada und ich auch gesprochen am Philosophischen Stammtisch, gemeinsam mit Konrad Paul Liesmann und Wolfram Eilenberger. Das Gespräch findet ihr hier. Und wenn ihr mehr von den Sternstunden wissen wollt, dann abonniert doch den Kanal.